Ich bin heute wieder bei Martin und wir testen Schwimmprothesen, also beziehungsweise Füße für die Schwimmprothesen, was irgendwie gerade nicht so zum Wetter passt, weil deswegen bin ich auch mit so einem dicken Schal hier. Es hat minus 7 Grad draußen. Richtig krass. Ich kann euch auch mal kurz zeigen, wie das hier so aussieht eigentlich. Und zwar gibt es hier einmal einen Barren, eben zum Laufen, wenn noch irgendwas nicht so ganz festgeschraubt ist oder wenn man halt einfach nicht so sicher auf den Beinen ist. Wartebereich, das ist ein Lasergerät, mit dem kann man die Statik der Prothesen messen. Und da haben wir eben unebenen Untergrund zum Balance üben, eine Treppenschräge, ganz viele Beine auf der Fensterbank, wenn ihr das sehen könnt. Und hier eben auch noch mal ganz viel Platz mit dem Sitzplatz oder auch einem Spiegel. Und ja, ich habe schon nur noch einen Schuh an. Das sind die, die die Krankenkasse bezahlen will. Und die sind halt, also da sind jetzt so Feinstrümpfe drüber zum Schutz. Aber die sind halt leider nicht so cool, weil die Carbonfeder irgendwie sehr hart ist. Und deswegen das Abrollen total komisch ist und ich das Gefühl habe, das bremst mich so im Knie. Jetzt wird der andere Fuß wieder dran geschraubt. Das ist der, den ich eigentlich gerne hätte, aber ja, oder beziehungsweise wenn ich ihn selber zahle, kann ich ihn auch haben. Aber ansonsten ist das noch nicht so ganz geklärt mit der Krankenkasse. Und den kann man eben verstellen, das zeige ich euch auch gleich mal. Wenn ich den eben so umstelle, dann kann ich damit natürlich gerade beim Brustschwimmen oder aber auch auf dem Rücken viel besser paddeln mit den Beinen und kommen besser vom Fleck, als wenn der so ist natürlich. Dann zieht man den so ein bisschen wie ein Bremspaddel hinter sich her und ja, macht doppelte Armarbeiten, kommt trotzdem nicht vom Fleck. Das Problem an der Sache ist so ein bisschen, dass ein Kollege hat mal gesagt, man könnte mir ein Ofenrohr runterschrauben und ich würde immer noch gut laufen, also so von außen gesehen. Und dann ist das ein bisschen schwer, wie ich einer Krankenkasse zum Beispiel verklickern soll, dass die Füße nicht so gut sind, dass ich die unangenehm finde zum Laufen im Knie, wenn das nach außen hin halt irgendwie kaum sichtbar ist, schon gar nicht für einen Laien. Und ja, weil ich das irgendwie immer kompensiere über, keine Ahnung, Knie, Hüfte irgendwie, sodass das halt nach außen trotzdem noch nach einem normalen Gangbild aussieht. Die Füße, die ich euch eben gezeigt habe, die man so verstellen kann, wollen die nicht zahlen, weil man braucht ja keine Füße, mit denen man laufen kann fürs Wasser, aber man muss mit denen auch nicht schwimmen können, weil ich dann halt gesagt habe, ja, wenn man die so umstellen kann, dann ist das ja viel angenehmer zum Schwimmen. Dann haben die gesagt, ja, aber Schwimmen ist Freizeit und dafür sind wir nicht zuständig. So, dann habe ich gedacht, was soll ich denn dann im Wasser machen, rumstehen? Ja, nee, das ist nur zum Duschen und sicheren Gehen und Stehen im Nassbereich. Und wir haben eine vierseitige Stellungnahme geschrieben. Der MDK wurde schon eingeschaltet. Also das heißt, medizinischer Dienst, das sind Ärzte, die dann für die Krankenkasse so eine Art Gutachten erstellen. Meine Mutter hat noch eine Stellungnahme geschrieben, die kennt sich mit den Gesetzen da ganz gut aus, so wegen Recht auf Teilhabe am Leben und so. Aber es ist einfach irgendwie schwierig momentan so mit den Kassen. Ich sehe das halt auch einfach ein bisschen kritisch, mir vorschreiben zu lassen, oder frage mich halt, warum sich jemand da das Recht rausnehmen kann, einem Prothesenträger zu sagen, was Freizeit ist und was ihm zusteht und was er in seinem Leben halt machen darf und was nicht. Also bei Sportprothesen ist ja noch viel schlimmer, die kriegt man gar nicht bezahlt. Also da braucht man nicht rumdiskutieren, welcher Fuß, die kriegt man gar nicht bezahlt. Weil Sport halt eben auch Freizeit ist und das müssen die nicht bezahlen. Und also außer wenn man zur Schule geht, dann ist man ja schulpflichtig, hat Schulsport und das ist dann auch wieder was anderes. Aber ich finde es irgendwie, ja, bin da sehr nachdenklich manchmal, warum jemand anders darüber entscheiden darf, wie ich mein Leben gestalte, anhand von den Dingen, die er mir eben bezahlt oder nicht bezahlt. Vor allem, dass da irgendwie scheinbar so eine Art System dahinter steckt, das wird, wenn auch andere Personen schon zur Genüge gemerkt haben, dass erstmal die Dinge abgelehnt werden, weil man kann es ja mal versuchen, irgendwie billiger zu gestalten. Und wenn man dann klagt, notfalls bis vor dem Sozialgericht, dann wird das oft irgendwie trotzdem noch bewilligt. Aber weil halt die wenigsten wirklich dann klagen oder so weit gehen, weil
Ich meine, ich merke es jetzt zum Beispiel schon von August bis, wir haben Januar. Es ist einfach unfassbar zermürbend. Man hat ja auch noch andere Sachen zu tun oder andere Dinge, die einen im Leben irgendwie ein bisschen auf Trab halten. Und wenn man dann da jede Woche mindestens einmal mit irgendeinem Sachbearbeiter oder medizinischen Dienst oder wem auch immer rumzackern muss und dem erklären muss, warum es wichtig ist, dass man mit dem Fuß gut laufen kann. Und die schlagen einem dann so Sachen vor wie, ja, nehmen Sie doch die zwei Alltagsprothesen immer zum Wechseln mit. Ich frage mich, also soll ich die dann neben meinem Handtuch liegen lassen oder wie stellen die sich das vor? In Schwimmbadspind passt es nicht so gut rein. Und ja, wenn man sich dann da so Sachen die ganze Zeit anhören muss, finde ich es halt einfach echt irgendwie, ja, das macht einen schon wütend oder traurig innerlich, das zermürbt einen, das stresst einen und ich frage mich halt, warum man so seiner Teilhabe am Leben dermaßen hinterherrennen muss. Also das ist, ja, finde ich schon ein bisschen bedenklich manchmal. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, was ihr darüber denkt, ob ihr schon ähnliche Situationen erlebt habt, wo ihr auch irgendwas total hinterherrennen musstet, was euch eigentlich quasi zustehen sollte oder auch zusteht. Und, oder ob ihr das auch aus dem Bekanntenkreis kennt, ob ihr vergleichbare Bereiche eben hin, wo das ähnlich abläuft und einfach was eure Meinung dazu ist, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr natürlich wieder vorbeischaut, mir ein Abo dalasst und einen Daumen nach oben gebt.